Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir Tipps geben, wie du Folien richtig gestalten kannst mit einem Präsentationsprogramm und das anhand konkreter Beispiele. Ja, was ist am wichtigsten bei einer Präsentation? Am wichtigsten ist der Inhalt und bist du als Referentin oder Referent. Das Präsentationsprogramm sollte dich nur unterstützen. Ganz wesentlich für einen guten Eindruck und dass eben besonders viel Inhalt, Information bei deinen Zuhörenden, bei deinen Zusehern ankommt, ist eine gute Struktur, eine gute Gliederung. Es muss klar sein, was du wann machst. Dann sind wir bei einem wesentlichen Bereich schon wiederum angekommen, beim Layout, beim Design. Und da passieren häufig sehr viele Fehler letztlich. Ein Layout, ein Design sollte möglichst unauffällig sein und wenig Ablenkung zeigen. Wenn ich mir hier dieses Beispiel anschaue, dann habe ich hier, wenn ich hier in meine zweite Folie hineingehe, habe ich hier ein schreckliches Beispiel, ein sehr auffälliges Design, man kann die Schrift kaum lesen, wir werden auf die Details noch eingehen. Wenn ich das vergleiche hier, im Gegensatz dazu, mit dieser dritten Folie hier, habe ich eine klare Struktur, ich kann die Schrift gut lesen und dergleichen mehr. Also man sieht dann sehr schön den Unterschied zwischen einer schlecht gelungenen, überfüllten, überfrachteten Folie und einer recht gut gestalteten Folie. Übrigens noch ein weiterer Hinweis, die Grafiken, die ich hier verwende, da sieht man immer hier unten dann den Lizenzhinweis. Ich habe hier immer wieder Grafiken verwendet von Pixabay. Das sind gemeinfreie Grafiken, lizenzfreie Grafiken. Und wenn du mehr über diese Grafiken wissen möchtest, wie man die bekommen kann, diese kostenlosen Grafiken, Fotos, dann schau dir mein Video an zu Creative Commons und gemeinfreien Grafiken. Ich gehe jetzt hier zurück zum Layout. Wesentlich ist, dass es ein einheitliches Design gibt und dass die Folien ähnlich gestaltet sind. Es sollte sich also das Aussehen, wie zum Beispiel die Schriftart, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, nicht ständig ändern. Insofern ist hier diese Präsentation hier auf der linken Seite sehr schlecht gelungen, denn hier gibt es eine dauernde Abwechslung zwischen einem weißen Hintergrund zum Beispiel, zwischen einer größeren Schriftart, die gewählt wurde, und hier dann einem schwarzen Hintergrund und einer weißen Schrift darauf. Es sollte hier ein einheitliches Design sein. Dann sollte dieses Design sich dadurch auszeichnen, dass es wirklich individuell und persönlich ist. Man sollte nicht allzu viel vorgefertigte Designs übernehmen. Dazu verleiht einen ja diese Präsentationsprogramme. Man könnte das individuell gestalten, wenn du ein Logo verwendest, deiner Firma, oder zum Beispiel auch natürlich, wenn du noch in die Schule gehst, deiner Schule. Wenn man eigene Grafiken und Fotos einsetzt, dann ist das natürlich eine besonders tolle Sache. Und du könntest dann im Laufe des Vortrags zum Beispiel darauf verweisen, ich habe dieses Foto unlinks dort und dort gemacht und da sehen wir sehr schön das und das. Das hebt natürlich dann oder erhöht dann natürlich dann die Aufmerksamkeit. Dann kommen wir schon zur Titelfolie. Ich blende hier mal eine mögliche Titelfolie ein. Es sollte hier eine Überschrift natürlich vorhanden sein, der Name des Referenten und es sollte einen gewissen Wow-Effekt geben. Das heißt, es sollte die Aufmerksamkeit in dem Fall dann hier vielleicht bei einer Abbildung sein, die du hier hingibst. Also hier zum Beispiel gut und schlecht, hier ein Bild, das hier dann doch an angenehmere Assoziationen weckt, das heißt angenehme Gedanken hervorruft. Und hier könnte man dann sagen, jeder kennt das, man fühlt sich vom Regen verfolgt, es geht einem schlecht, an einem Tag läuft alles schief. Das wäre hier sinnbildlich, jemand steht unter einer Regenwolke. Das wäre dieser Wow-Effekt, wenn man jemanden gleich am Anfang, nämlich die Zuhörer und Zuhörer, gleich am Anfang deren Aufmerksamkeit gefangen nehmen kann. Dann natürlich benötigt man dann letztlich immer auch eine Ausstiegsfolie, wo auch ein gewisser Auftrag dann damit verbunden ist, mit dem, was man gehört hat, dann auch dementsprechend dann auch etwas in der Praxis anfangen zu können. Zum Beispiel hier, die Entscheidung liegt bei dir, ja oder nein, mache ich es oder mache ich es nicht. Und wenn ich es nicht mache, welche Gründe habe ich zum Beispiel? Auch wiederum hier ein Wow-Effekt, hier eine witzige Darstellung, die aber dann natürlich zu einem Thema passen sollte. Jetzt sind wir am nächsten Punkt angelangt, beim Text. Man sollte sprechende Überschriften verwenden, die einzelne ansprechen. Zum Beispiel, die Entscheidung liegt bei dir. Nicht irgendwie nur Entscheidung. Dann ist es empfohlen, Stichworte zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe in dieser Präsentation, sehe ich hier einzelne Stichworte. Und mit diesen Stichworten sollte ich frei sprechen, sollte ich dann die Zuhörer dann über das, was ich dann eben hier aussagen möchte, informieren. Wenn ich hier auf dieses schlechte Beispiel gehe, einer Präsentationsfolie, dann sehe ich hier einen enorm langen Text. Das sind ja ganze Sätze und es sind keine Stichworte darin enthalten.
Man kann wirklich generell sagen, zur Textlänge, je weniger lang ein Text ist, umso besser ist. Also dieser Text wäre extrem schlecht. Und wenn du dann den Text auf einer Folie zeigst, sollte man auch dann den Zuhörern eine entsprechende Lesepause gönnen, damit man diesen Text dann auch aufnehmen kann. Das wäre hier natürlich dementsprechend kurz. Man liest es kurz durch und die Aufmerksamkeit ist wieder bei dir. Während bei dieser Folie vielleicht manche in den ersten Reihen versuchen dann alles zu lesen, die Aufmerksamkeit ist dann nicht bei dir. Ein Richtwert pro Folie wäre etwa maximal 6 Zeilen Text. Das haben wir hier ungefähr. Und maximal 6 Wörter. Also hier halten wir das ein. Wenn wir hier hineinschauen, ein viel längerer Text und viel mehr Wörter pro Zeile. Dann zur Schriftgröße. Die Schriftgröße sollte dementsprechend dann groß gestaltet sein. Ich habe dann hier angefügt, Schriftgröße mindestens 30. Wenn ich jetzt hier hineingehe, habe ich bei der Überschrift 22, also viel zu klein, und hier dann 18, also ein viel zu klein gewählter Text. Man sollte dann lieber an Text sparen, wesentlich weniger hineingeben, mehr Stichworte hineingeben. Wenn ich hier hineingehe, habe ich hier bei der Überschrift 48 Punkte Textgröße und hier 40. Also hier würde das passen. Wir brauchen eine gut lesbare Schriftart. Man sollte, wenn man mehrere Schriftarten überhaupt wählt, sollte man maximal 3 pro Folie nehmen. Wenn ich jetzt hier hineingehe, habe ich hier eine andere Schriftart, hier eine andere Schriftart, hier eine andere und hier eine andere. Als ein Beispiel, wie es nicht gemacht werden sollte. Die Schriftfarbe sollte gut lesbar sein. Und am besten ist es eine dunkle Schrift auf einem hellen Hintergrund. Hier eine dunkle Schrift auf einem hellen Hintergrund. Wenn ich hier wieder hineingehe, das ist gerade umgekehrt. Eine helle Schrift, Schriftfarbe weiß in diesem Fall auf einem Hintergrund schwarz. Das würde ich nicht empfehlen. Was man auch aufpassen sollte, dass der Schriftstil, das heißt, wenn ich hier etwas formatiere, fett kursiv unterstrichen zum Beispiel, das ist der Schriftstil, sollte nicht gleichzeitig gewählt werden. Also hier wäre ein Beispiel, wie es überhaupt nicht gehen dürfte, hier bei diesem Wort Ipsum. Fett kursiv unterstrichen, das sollte man überhaupt nicht machen. Wenn man das schon macht, dann sollte man das dementsprechend nur zum Beispiel fett machen. Dann sollte man darauf achten dann, dass man von der Text, also bei der Groß- und Kleinschreibung, dass man normal schreibt. Normal schreiben heißt in der Regel, hier zum Beispiel Säugetier wird groß geschrieben, der wird klein geschrieben, Welt wird groß geschrieben und nicht wie hier in diesem Negativbeispiel wieder zum Beispiel alle Wörter klein schreiben oder alle Wörter groß schreiben. Ganz normale Art und Weise, die Groß- und Kleinschreibung zu wählen, ist das Beste, lenkt am wenigsten die Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Dann sind wir schon beim Punkt der Abbildungen. Abbildungen sollten einfach, gut und verständlich sein. Sie sollten irgendwie zu einem Text dann passen und sollten dann im übertragenen Sinne dann natürlich jetzt nicht nur rein Spaß machen, sondern es geht ja um den Inhalt. Außer ich würde jetzt eine rein spaßige Präsentation machen, da würde es vielleicht Sinn machen. Aber es sollten zum Thema passen. Wenn ich jetzt hierher gehe, dann passt zum Beispiel hier dieses Foto dann dieser beiden Giraffen dann recht gut dazu. Aber hier einfach spaßige Fotos zu verwenden, beziehungsweise Grafiken zu verwenden und dann noch mehrere, das ist sicherlich eher sehr problematisch. Ja, wo bekomme ich solche guten Fotos? Gute Fotos bekomme ich, wenn ich jetzt hier hineingehe, dann bei Pixabay zum Beispiel. Ich habe lauter Fotos hier auch unter anderem von Pixabay genommen. Und wenn ich dann Grafiken, Diagramme verwenden möchte, müsste ich darauf achten, wenn ich jetzt hierher gehe, dass sie auch wirklich gut lesbar sind und eine große Schriftart haben. Diese Schriftart, dieses Diagramms, diese Abbildung, sagen wir so, ist zu klein geraten. Ich kann mal schwer was erkennen. Das wäre also nicht allzu günstig. Dann sollte ich lieber ein paar dieser Schriftzüge hier wegnehmen und nur, vielleicht nur die Giraffe hineinnehmen und dann vielleicht zwei, drei Begriffe dann mit Pfeilen dann noch besser kennzeichnen und keinesfalls hier vor einem schwarzen Hintergrund. Ja, kostenlose Diagramme bekomme ich unter anderem bei openclipart.org. Wiederum ein Verweis auf ein Video, wo ich da das noch genauer ausführe und noch genauer erkläre. Gut, dann kommen wir zu den Effekten. Ich zeige jetzt hier mal am Anfang ein Negativbeispiel und ich starte mal hier die Präsentation. Ich gehe hier auf Bildschirmpräsentation. Und ab aktueller Folie schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. Also, wir haben schon mal einen Ton gehört. Das sollte man gar nicht machen. Es lenkt ganz stark ab.
Also du siehst, ich habe lauter Einblendeffekte dann übernommen und zusätzlich in Schrecklichkeit habe ich hier noch einen Ton platziert. Ich habe hier also einen Ton genommen, der gar nicht zum Thema wahrscheinlich dann auch noch passt. Also lauter Dinge, die eher ablenken. Wenn ich zusammenfasse, bei den Effekten sollte man nur selten solche Effekte verwenden, weil sie eben vom Inneren, vom Referenten ablenken. Sie verringern die Aufmerksamkeit. Außer wir haben eine Zielgruppe Kinder zum Beispiel, da könnte das dann vielleicht irgendeinen Sinn machen. Also Sound und Musik sollte man an und für sich überhaupt nicht verwenden. Mit diesen Folienübergängen sollte man sehr sparsam übergehen. Also das ist das, was dann eingeblendet wird, wenn man zur nächsten Folie weiterblendet. Sollte man sehr sparsam verwenden. Das gleiche gilt auch für Einblendeffekte. Also einzelne Zeilen einblenden, dann Aufzählungen damit unterschiedlichen Animationen versehen ist. Das gleiche gilt natürlich auch für Nummerierung, ist keine günstige Entscheidung. Um nochmal zusammenzufassen, mach deine Präsentation möglichst einfach, klar, gut strukturiert und denke immer wieder daran, dass der Inhalt das Wichtigste ist, dass man den Inhalt gut sehen kann und dass deine Präsentation, also dieses Folien, die du da machst, sagen wir so, nicht von dir und von deinem Inhalt ablenkt. Ich hoffe, dass dieses Video dir bei deinen Präsentationen in Zukunft helfen konnte.